Ja, ihr merkt schon, wenn ich von dem einen auf das andere, dann kann das schon mal ganz schnell passieren, dass ich mich verhaspel. Deshalb habe ich mir das auch hier aufgeschrieben und versuche mich an dieses Drehbuch zu halten, was ich gestern erstellt habe. Thema Strömung. Ich habe bisher ja in dem Reefer drin gehabt, die beiden Ocean Motion, und an diesen Ocean Motion war jeweils eine Smart Drift 11.1 dran. So, jetzt seht ihr hinter mir. In dem einen Bereich ist noch eine Smart Drift, an dem anderen hängt jetzt eine Tunse dran. Warum? Hat den Hintergrund, ich war, ja, wahrscheinlich ist mir eine Aufhängung verrutscht oder eine Befestigung verrutscht. Die Kabelführung der Smart Drift an der Ocean Motion war bei der, ich glaube, da war es, war bei der entsprechenden Aufhängung nicht korrekt. Und durch die Bewegung gab es einen Kabelbruch. Das heißt also, wenn ihr eine Pumpe an der Smart Drift, an der Ocean Motion befestigt, dann muss das dementsprechend gemäß Anleitung sein. Aus dem ganz einfachen Grund, weil diese Bewegung immer hin und her dann irgendwann zu einem Kabelbruch führen kann und dann läuft die Pumpe nicht mehr. So, jetzt habe ich das zwei verschiedene Strömungsbilder drin, aber ganz ehrlich gesagt, die Smart Drift macht natürlich ein geiles Strömungsbild. Aber einen Gegenspieler zu haben, wie die 6055, die ich jetzt auf Volllast habe laufen lassen, also konsequent mit gleicher Intensität, als Gegenspieler, die einmal kräftig drüber bläst über das Riff, ist natürlich eine feine Sache. Die Ocean Motion an sich, klar, logisch, ist in meinen Augen, auch wenn es obendrauf nicht ganz so hübsch aussieht, sorry Andy, muss ich so sagen, bau mal was kleiner? Nein, geht nicht, weiß ich. Ja, ist für mich in meinen Augen die beste Strömung, die ihr kriegen könnt. Es geht nichts über eine oszillierende Strömung und über eine wechselnde Strömung, die gegeneinander läuft, die ich vor allem mit diesen Ocean Motions programmieren kann. Ich kann verschiedene Punkte halt einstellen, wo die Strömung mal anhalten soll, in diese Richtung einen Strom aufbaut und dann erstmal da meinetwegen alles wegpustet. Und dann geht die Pumpe weiter zu dem programmierten Punkt. Und das kann ich alles mit diesen Dingern machen. Und das finde ich geil. Ich war jetzt neulich bei einem etwas älteren Herrn in Gohr, beim Josef. Der hat noch die ganz alte Variante, die Oszi-Motion. Hat da auch eine sehr dicke Pumpe, die konsequent ihre Strömung bringt und die dann auch so nach und nach läuft. Aber die hat ihren festgelegten Schwenkbereich und da kann man dann halt nichts programmieren. Oder einen Halt programmieren. Das ist natürlich eine Sache, die hat der Andi Bauer mit seiner Variante da sehr gut gelöst, finde ich. Ist eine kleine Investition, aber in meinen Augen lohnt es sich, weil alles vernünftig und sauber beströmt wird. Ja. Und das, was natürlich dann früher oder später definitiv auch anfällt, hier sehe ich gerade in meiner Liste, ist die Beckenreinigung. Zum Thema Beckenreinigung blende ich euch nochmal kurz ein kleines Video ein, was ich beim letzten Tagebuch gemacht habe zum Thema Reinigung. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Seht es mir nach und dann fangen wir einfach mal an. Ja, Reinigungsutensilien haben wir hier einmal den bewährten Kratzer, den mit der Acrylklinge. Da habe ich ja auch noch Acrylklingen nachgeordert bei New Wave. Dann werden wir den groben, also sprich die feineren Sachen, genau, die feineren Sachen entfernen. Dann haben wir hier unseren Wischmopp. Der ist erstmal dafür da, dass ich die Heckscheibe und größere Bereiche sauber mache. Und dann haben wir hier für vorab den Scheibenmagneten von Kowe. Da habe ich auf beiden Seiten Watte drauf. Und damit mache ich dann jetzt gleich erstmal das Normale weg. Und alles, was ein bisschen hartnäckiger ist, da kommen wir dann später zu mit den Spezialutensilien. Und zum Schluss, weil ich natürlich rumgematscht habe, ist die Außenscheibe natürlich dann auch noch schmutzig, beziehungsweise ist Salzwasser drauf. Einmal eine ganz normale Küchenrolle, Osmosewasser. Und damit gehe ich dann im Prinzip hin, wische das Salzwasser ab. Und zu guter Letzt haben wir hier Mikrofasertücher, die dann dafür da sind, um das Osmosewasser von der Scheibe zu nehmen und das Ganze wieder fertig hinzukriegen. Ich würde sagen, ich mache das Ganze in einem Zeitraffer,
Sollte irgendwas sein, blende ich zwischendurch nochmal was ein oder sag irgendwas dazu. Aber ansonsten, ja, Zeitraffer ab. Auf geht's. Don't stop. Watch out now. Watch out now. Gehen wir weiter. Es geht direkt unters Becken und unterm Becken ist einmal komplett drunter eine Siebdruckplatte. 15 mm stark und vollständig unter dem gesamten Aqua. Es ist nichts weiter dazwischen, zwischen dem Aquarium und der Siebdruckplatte, außer natürlich die weiße Folie, die ich natürlich drunter habe. Und direkt darunter folgt der Unterschrank, der minimalst kleiner ist, wie das Becken, hat den Hintergrund, dass die Verkleidung bündig im Endeffekt mit dem Becken abschließt. Verkleidung ist immer noch nicht ganz fertig, da warte ich noch auf die entsprechende Platte, die mir da noch fehlt, hier auf der rechten Seite. Und links wollte ich auch noch einen kleinen Schlitz zumachen, aber das kommt demnächst auch. Der Schrank wurde aus Aluprofil 30x60 konstruiert. Kann ich nur empfehlen, dieses Maß, aus dem ganz einfachen Grund, weil ja, ein höheres Maß, um den Druck aufzufangen und zu verteilen, das hat wunderbar funktioniert. Ihr seht, es ist 1,85 Meter. Ich habe eine Mittelstrebe und eine Querstrebe nach hinten und zu halten und natürlich die beiden Außenstreben, klar, logisch. Und unten drunter hatte ich euch ja auch gezeigt, ich gucke mal, ob ich die Bilder noch auskramen kann vom Schrankbau, habe ich ja unten komplett ein Brett eingearbeitet. Da steht dann im Endeffekt Technikbecken und der ganze... ja. Der Schrank ist übrigens angefertigt worden. Da habe ich selber keine Ahnung von. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht in Angriff genommen habe, wo ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt habe. Und auch da an denjenigen, er weiß Bescheid, vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, gehen wir dann mal in die Aufteilung des Schrankes über. Wir haben, wie jeder unschwer erkennen kann, auf der linken Seite das Technikbecken. Technikbecken von Aquabi sollen demnächst auf den Markt kommen. Zum Technikbecken kommen wir gleich separat. Direkt rechts daneben, versteckt hinter einer senkrechten Wand, ist mein 80 Liter Osmosetank. Das ist das ehemalige Aquamedic Blendy, was ich da missbrauche. Da habe ich meinen Nachfülltank dran mit der entsprechenden Osmose. Kommen wir gleich auch zu. Weil ich arbeite das jetzt hier mal Stück für Stück ab, damit wir auch kein einzelnes Ding hier vergessen. Und rechts daneben habe ich eine senkrechte Wand gezogen. Dahinter ist dann dementsprechend mein Elektrobereich, wo ich die Kabel reingepackt habe mit Kabelschächten, separate extra Kabelschächte, wo man überall Kabel reindrücken kann, ohne großartig dran rumzusägen. Ist auch übrigens eine sehr geile Sache. Und vorne vor natürlich die Front, direkt neben dem Technikbecken sichtbar, der Bereich, um meine Controller aufzuhängen. Da hängen der K-Keeper, Level-Keeper etc. pp. Hängt alles da vorne, damit man es optisch schön sehen kann und auch gut drankommt. Ja, dann hatte ich ja eben noch kurz von der Verkleidung gesprochen. Das ist ganz normales Acrylglas, weiß, matt, beziehungsweise eigentlich glänzend, aber... halt lichtundurchlässig nach Möglichkeit oder 98% lichtundurchlässig. Das ist immer noch, kommt ein kleiner Schein rüber.
Wie ich das Ganze aufgehangen habe, zeige ich euch noch. Ich habe tatsächlich bisher immer noch keine Gefahrenreduzierung gemacht am Becken. Sollte ich vielleicht jetzt nach diesem Video, wenn ich das fertig habe, mal langsam Angriff nehmen. Ich habe ja noch ein paar Tage Urlaub. Aber es ist unten aufgehangen. Da habe ich auf diese entsprechenden Acrylplatten mit Sekundenkleber die Halterungen aufgesetzt, damit die auf dem Schrank unten aufliegen und wo dann Schrauben hintergreifen, damit die nicht nach vorne wegfallen. Bei der Befestigung dieser Acrylböcke, sage ich jetzt mal, muss man darauf achten, dass beide Seiten vernünftig angeraut sind. Erst dann kriegt man Kontakt. Das muss eine kleine Zeit, muss da Druck drauf ausgeübt werden. Das darf nicht verrutschen und alles. Und dann klebt das auch. Es ist etwas schwierig tatsächlich mit diesem Acryl zu arbeiten. Es gibt aber auch Spezialkleber, den ich mir bestellt hatte. Der kam zu spät und der jetzt noch bei mir vor sich hin oxidiert irgendwo. Ich glaube hier nebenan irgendwo. Aber egal. Ist auf jeden Fall eine Sache, wo man sich mit beschäftigen muss, damit das vernünftig funktioniert. Weil ihr seht, ich habe eine clean Front. Ich brauche im Prinzip nur links oder rechts einmal anzulupfen. Dann kommen mir die Platten entgegen, so ein kleines Stück. Und dann muss ich die nach oben rausziehen und komme dann im Prinzip direkt an meinen Schrank dran. Ist eine schöne Sache, finde ich klasse. Lassen sich gut pflegen, lassen sich gut abwaschen und sieht im Endeffekt auch noch edel aus. Ja, nächste Sache, wo ich drauf kommen möchte, ist der Strom. Gehen wir mal von rechts nach links jetzt in die Richtung. Entschuldigung. In dem Stromabteil habe ich ganz normale Mehrfachsteckdosen verwendet mit Schutzfunktion, mit Überspannungsschutz. Nichts Besonderes. Kriegt man beim großen A ohne Probleme gekauft. Die entsprechenden Kabelkanäle, die ich da drin habe, habe ich da auch dementsprechend her. Und ich habe es eigentlich ganz normal verkabelt, habe darauf geachtet, dass nach Möglichkeit das, wo ich drankommen sollte, einfach nur abnehmen, Stecker rausnehmen, dass ich nachziehen kann. Es sind so wenig Kabelbinder wie möglich verbaut worden, weil die unpraktisch in der Hinsicht sind. Ich muss auch noch auf der Rückseite vom Osmosebecken gegebenenfalls auch noch einen neuen Schacht hinmachen. Da bin ich noch mit mir am Hadern, wie ich das umsetze, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Thema Strom. Ich habe zwei Stromkreise wieder am Laufen aus zwei verschiedenen Richtungen. Im dritten werde ich mir auch noch organisieren. Da liegt das Kabel schon fertig. Das ist nämlich das ehemalige Kabel vom Level Keeper, womit ich meine Osmoseanlage geschaltet habe. Das funktioniert jetzt anders, weil ich die Osmoseanlage anders ansteuere, beziehungsweise, na, kommen wir gleich zu. Also da kommt wahrscheinlich noch ein dritter Stromkreis hinzu fürs Licht oder was auch immer, so dass ich dann dementsprechend Absicherungen habe. Also aus drei verschiedenen Richtungen, dass immer irgendetwas läuft. Okay, wenn nur das Licht anbleibt, habe ich im Endeffekt ja meine USV, die Powerwalker, die ihr auch unten im Schrank seht. Die ist im Prinzip gekoppelt mit einer Pumpe und einer Ocean Motion. Beziehungsweise mit den Ocean Motion, weil das Ganze geht ja über einen Controller. Das heißt, die bewegen sich weiter, aber nur eine Pumpe ist im Prinzip daran angeschlossen und sorgt dann im Prinzip für Wasserbewegung und Sauerstoffaustausch. Stresstest habe ich mit dieser Pumpe noch nicht gemacht, aber locker 2,5-3 Stunden, wenn nicht sogar länger, wird das Ding auf jeden Fall durchhalten. Von daher ist das eine gute Sache. USV kann ich nur empfehlen. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt auch bei den Herstellern verschiedene Sachen. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Blende ich euch mit oben ein. Gehen wir dann weiter in den Osmosebereich.